willkommen zurück bei einer weiteren Folge von The Long Dark. Ja, wir haben in so einer letzten Folge durch Nacht und Nebel und Sturm hierhin retten können, gerade so. Mir fehlt es echt an Orientierung in diesem Spiel. Also wobei Orientierung nachts ja eh schon so eine Sache ist. Und dann auch noch mit Sturm und Schneefall und Nebel und so, das... keine Ahnung. Also wir hatten ein bisschen Glück, dass wir das Haus hier gefunden haben. Das muss man schon so sagen. Und ja, jetzt versuchen wir uns mal wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Mit ein bisschen Getränks und Nahrung. So. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber wir müssen auf jeden Fall... ja, das dauert alles noch. Wir müssen auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, müssen wir in eine andere Schublade gucken, nämlich in diese. Wir müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Fleisch braten. Wir haben ja noch das ein oder andere Kaninchen gefunden, was plötzlich da so rumgeschlichen ist. So, und ich möchte heute gerne mal hier am Ofen braten und nicht am Kamin. So, wir nehmen das Buch. Das sieht gut aus. Was für eine Nacht. Also man hört es im Hintergrund ja noch, ne? Es stürmt immer noch. Und hier im idyllischen Tal haben wir bisher echt kein Glück mit dem Wetter gehabt. Aber mal sowas von null Glück. So, wir schmeißen Holz rein. Das reicht für drei. Ja, das müssen wir alles reinschmeißen. So, Karnickel. 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 Und noch ein Karnickel. So, und jetzt frage ich mich, ob wir es hinkriegen, noch einen halben Liter Wasser zu schmelzen und zu kochen. Neun Minuten. Gucken wir mal. Halbe Liter Wasser, perfekt. So. Und dieses Kaninchen ist so ineffizient, was Gewicht-Kalorien-Verhältnis betrifft. Naja, okay. Wir müssen schlafen gehen. Und dazu müssen wir erstmal den Weg finden. Hier war doch irgendwo eine Treppe, jawohl. So, bleibt noch ein Stück an, bleibt noch ein Stück an. Ach, perfekt. So, wir schlafen 9 Stunden direkt. So, es ist hell. Es scheint gutes Wetter zu sein, was auch sehr schön ist. Und was auch schön ist, wir können das ganze Fleisch direkt essen. Perfekt. So. Ach, guck mal, geht's uns gut. Haben wir eigentlich sonst noch was, was wir hier lassen müssten? Ja, die müssten wir hier lassen. Da haben wir nichts. Klamotten haben wir nichts. Okay, ich versuche mich zu beeilen. Das packen wir hier mit rein. Ne, das packen wir nicht da mit rein. Das packen wir offensichtlich... ja, komm, wir packen es hier mit rein. So. Und dann müssen wir noch mal kurz an den Kühlschrank, weil wir brauchen noch was zu essen. Kühlschrank war hier. So, und ich begnüge mich wieder mit den Vorräten, die wir hier so außerhalb von Fleisch haben. Und die weniger Haltbarkeit haben als
das Fleisch. So. Und jetzt nichts wie raus hier. Looks like a new day is dawning. Minus 5 Grad, 6 Grad. Dann machen wir die Tür zu. Minus 21 Grad. Das ist so krass. Ja, hilft alles nichts. Wir werden trotzdem wieder mal Richtung Straße gehen. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen orientieren. Ah, wir waren auf der anderen Seite, ne? Wir waren auf der Seite von dem Wald zuerst. Okay, wir rennen wieder Richtung Straße. Und gehen dann die Straße weiter ab. Da läuft gerade ein Hirsch. Läuft er wegen mir weg oder hat er jemanden im Schlepptau? Naja, offensichtlich läuft er wegen mir weg. Ach, Freunde, ich tue euch doch nichts. Jetzt habe ich einmal ein Kaninchen erschossen. Oder zweimal. Oder dreimal. Muss ja auch gucken, wo ich bleibe. So, wir versuchen erneut nochmal die Straße entlang zu kommen. Wir haben jetzt quasi den ganzen Tag zur Verfügung. Minus 16 Grad, ja. So, wir versuchen einfach mal hier irgendwas zu finden. So, in einer der nächsten Folgen, das kommt ein bisschen darauf an, wie sich das jetzt hier entwickelt, müssen wir auf jeden Fall zurück in die Scheune und an die Werkbank. Ich glaube nämlich, wir haben genug Materialien zusammen, um uns mindestens so einen Bogen herzustellen. Und das wäre natürlich sensationell. Den würde ich nämlich gerne mal testen. Wir haben ja in der letzten Folge da oben die komischen Gestängelsgedönse da abgemacht. Und ich meine, damit kann man sich einen Bogen craften. Und ich glaube, wir brauchen davon nur 4 Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich meine, wir haben 6 bekommen. Und das wäre natürlich mal sehr genial. Dann brauchen wir nur noch Pfeile. Das wäre dann das Nächste, was wir auf jeden Fall mal schauen müssten, dass wir das kriegen. Lange Kurve. Treffende Beschreibung. Kleines Auto. Mal noch ein bisschen Nahrungsvorrat. Hier wird es auch gerade nicht mehr ganz so kalt. Guck mal, wir können das Handschuhfach von hier auch durchsuchen, das ist perfekt. Aber ich will mich gar nicht so lange hier aufhalten. Ich gucke mal sicherheitshalber hier vorne nochmal den Fußraum. Ah, Streichhölzer. Als ob ich es geahnt hätte. Wir wollen ja hier auch nichts verschwenden. Ne? So, dann gucken wir mal. Also hier werden wir auf jeden Fall keinen Unterschlupf finden. Auf diesem Weg. So viel steht fest. Wir sind nämlich hier quasi am Ende angekommen. So. Aber auf jeden Fall scheint da vorne irgendwas Leichenhaftes zu liegen. Oh, Hagebutten nehmen wir auch mit. Und ich hoffe auf ein paar Krähenfedern, weil die brauchen wir auf jeden Fall für Pfeile. Ah, da liegt doch schon ein Kamerad. Und ich glaube, wir haben hier auch Krähenfedern. Ja, perfekt. Sogar 3 Stück, das ist super. Eine Fackel, das ist auch nicht so verkehrt. Wir haben ja immer noch kein Petroleum gefunden. Von daher ist eine Fackel jetzt nicht das Schlechteste. Oh, eine Gewehrpatrone, das ist auch super. Oh, und jetzt wird es ja noch kälter. Dann drücke ich doch hier direkt mal Reload. Minus 24 Grad. Was Besseres konnte uns nicht passieren. So, hier ist es ein bisschen wärmer. Und ich überlege gerade, ob ich mir hier vielleicht mal kurz irgendwo ein Feuer mache. So, minus 11 Grad. Lauf Feuer. Oh, und wir haben nur eine Fackel zum Anzünden. Ja, natürlich praktisch. Wir probieren das trotzdem mal. Ich möchte nicht in den Unterkühlstatus kommen. Hoffentlich brennt das Feuer lang genug, damit wir kurz einmal Holz sammeln können. Ich möchte echt nicht unterkühlt werden. Das wäre relativ schlimm. So, die Fackel brennt wahrscheinlich auch nur 10 Minuten oder so. 24 Minuten. Guck mal, das reicht doch bestimmt, um
einmal Holz zu sammeln. Jawohl. Das machen wir auch ganz schnell mal. Zustand 99%. So, wir sind offensichtlich doch im Unterkühlstatus angekommen. So. Aber wir könnten uns hier mal eine Tomatensuppe machen. Das ist das Einzige, was wir heiß machen können. Das ist auch schon relativ blöd. So. Okay, die Kälte geht aber zurück. Das ist schön. Wir essen dennoch die Tomatensuppe. Wir müssen eh ein bisschen was essen. Das gibt uns zumindest wieder ein bisschen Temperaturbonus. Das ist perfekt. Haben wir 4% verloren. Das ist in Ordnung. Hätte schlimmer kommen können. So, wir essen aber hier gerade nochmal einen Happen. So, dann würde ich fast sagen, sammeln wir nochmal einmal Holz. Zweimal Holz. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier sitzen müssen. Auf jeden Fall warte ich so lange, bis unsere Temperatur ein bisschen runtergegangen ist. Lufttemperatur minus 2 Grad. So, wie sieht es denn aus, wenn wir hier weggehen? Minus 11 Grad. Oh. Dann setzen wir uns hier wieder schnell ans Feuer. So, dann nutze ich die Gelegenheit mal, werfe nochmal einmal Holz rein und koche uns mal ein bisschen Wasser. So viel Wasser haben wir nämlich nicht mehr. Oh. Okay, das ging schneller als gedacht. Aber das kochen wir auf jeden Fall noch. So, damit haben wir wieder ein bisschen Vorrat. Ja, das sieht schon wieder besser aus. Wir trinken hier mal so eine Gipfelbrause. Ja, das ist in Ordnung. So. Muss Feuer rumlaufen natürlich. So, oh, guck mal, Hagebutten. Wie sieht's aus? Minus 11 Grad. Ja, das ist aber in Ordnung. So, neue Krähenfedern haben wir nicht. Ich laufe jetzt hier mal den Flusslauf entlang. Mal gucken, wo uns der hinführt. Ja, das mit der Kälte ist echt ein Thema. Wir brauchen wirklich mal ein bisschen bessere Klamotten. So ein Wolfspelzmantel wäre natürlich schon mal optimal. So Rehlederstiefel, also quasi alles das, was wir craften können, bringt uns auf jeden Fall eine ganze Menge an Temperaturbonus und an Windkühlbonus. Und das sollten wir so schnell wie möglich in Angriff nehmen. Aber uns fehlen natürlich noch ein bisschen Materialien, weil wir ja auch das ganze Zeug noch trocknen müssen. Und man muss sagen, das macht den Überlebenskampf echt nochmal ein Stück weit schwerer. Weil vor dem letzten Patch konnte man das Zeug, was man von Wölfen und Rehen und Hasen und sowas gesammelt hat, direkt verwenden. Ja, und man sitzt hier einfach nicht 5 Tage lang, also 5 Ingame-Tage lang rum, um zu warten, dass das Zeug fertig getrocknet wird, ne? Sondern man will ja weiter erkunden und schauen, was es hier noch gibt. Und das macht es immer ein bisschen kompliziert. Ja, weil die Kälte natürlich dennoch zu jeder Zeit präsent ist. Und wir uns entsprechend... Oh, da ist eine Höhle. Oh, mit Knochen. Eieieiei. Das ist aber auch neu, dass man hier Knochen findet in diesen Höhlen. Dennoch scheint die Höhle leer zu sein. Okay, das mit den Knochen sehe ich jetzt zum ersten Mal. Das scheint wirklich neu zu sein. Man kann mit den Knochen aber nichts machen, offensichtlich.
sind wir gekommen. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen die Bergkette ab. So, was haben wir da? Haben wir da eventuell etwas, was wir mitnehmen können? Leider nein. Aber hier, Rohrkolben. Schön. Ja, die lassen wir auch nicht hier. Das ist im Notfall ein bisschen Nahrung, was uns ein paar Ingame-Stunden über Wasser hält. Und auf jeden Fall auch Zunder, um Feuer zu machen. Von daher kann ich die nicht hier lassen. Ich habe hier noch keine einzige Bartflechte gesehen an den Bäumen. Das gibt mir auch zu denken. Die würde ich eigentlich auch gerne mal finden, um einfach ja, uns die netten Verbände zu machen. Die sind nämlich wirklich ein deutliches Stück weit besser als die normalen Verbände, weil man einfach kein Antiseptikum braucht. Und das ist schon ein Vorteil, wie ich finde. So, kommt man hier rauf? Gibt es hier irgendwas? Ne, hier kommt man offensichtlich nicht rauf. Aber schöne Musik gerade, ne? Mit den Hintergrundklängen. So, hier kommt man auch nicht drauf. Da kommt man eventuell rauf. Ich möchte aber gerne hier kurz mal auf den Hügel klettern, um mich ein bisschen zu orientieren gerade mal. Ich würde so gerne hier meinen Bunker finden, aber ich kenne echt nicht mal ansatzweise die Locations, wo hier überhaupt Bunker möglich sind. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, überhaupt hier irgendeinen Bunker zu finden. So, ich gehe aber mal hier den Berg hoch. Ja, aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. So ein verstauchter Knöchel. Ist nicht unbedingt das, was ich mir jetzt gerade wünsche. Verstehst du? Okay. Hilft nichts. Schmerztabletten einschmeißen. Und dann mutig hier weiter den Abhang runterrennen. So, wir gehen aber mal darum, weil da waren auf jeden Fall noch Rohrkolben. Die habe ich gesehen. Und zwar hier irgendwo. So, da drüben sind auch Rohrkolben. Die lassen wir natürlich auch nicht hier. Wer weiß, wozu wir das in naher Zukunft brauchen können. Ja, also auf der Bergkette jetzt haben wir gerade nicht so wirklich viel gefunden. Da war nichts, was uns wesentlich weitergebracht hätte. Und ich habe immer noch keine Bartflechten an den Bäumen gesehen. Gut, so viele Bäume habe ich jetzt auch noch nicht bewusst untersucht. Aber zumindest gibt es hier ja einige Bäume. Und eigentlich sieht man die Bartflechten ja aus relativ große Entfernung schon. Hier haben wir eine kleine Bucht. Da gehen wir mal gucken. Hier möchte ich natürlich mal hin. So versteckte Gebiete haben für mich immer... Also gut, ich meine, das ist jetzt kein riesiges verstecktes Gebiet, aber es ist zumindest eine kleine Nische, wo man also aus der Ferne auch gar nicht reinguckt und noch gar nicht hingeht. Ja, und wenn man dann nah rankommt und hingeht, merkt man, hier ist überhaupt nichts. Aber gut, hätte ja sein können. So, dann gehen wir mal den Wasserfall begutachten hier. Ja, das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Ich finde den Grafikstil von The Long Dark nach wie vor echt gut.
fliegen mal wieder nur. Und ich würde sagen, mit diesem herrlichen Ausblick auf Wasserfall und Sonne. Ist das überhaupt die Sonne? Oder ist das der untergehende Mond? Man weiß es nicht. Aber ich würde sagen, hier machen wir mal einen Cut. Und genießen die Aussicht. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Däumchen nach oben, ein Abo, einen Kommentar da, was ihr wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark wieder. Bis dahin, ciao.